Neben den Basis-CSS-Selektoren gibt es auch noch einige erweiterte, spannende CSS-Selektoren. Und welche das sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Gut, sehen wir uns an, welche erweiterten CSS-Selektoren es gibt. Wir hatten ja den Tag-Selektor, den Klassen-Selektor und den ID-Selektor. Das sind so die drei absoluten Basics. Es gibt aber in CSS, in den Cascading Style Sheets, noch viele, viele weitere Selektoren. Und vor allem die Kombination der beiden oder der verschiedensten Selektoren, die macht dann echt spannende Sachen möglich. Also, bevor wir, oder den ersten, den wir uns hier ansehen von den erweiterten Selektoren, ist mal der All-Selektor. Der ist einfach ein Selektor, der ermöglicht uns, alle HTML-Elemente anzusprechen, also wirklich alle. Und alle, den Wildcard, den kennen wir ja in vielen anderen Bereichen, das ist einfach der Stern. Benötigt wird der zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich will auf jeden Fall alle Abstände zum Beispiel mal auf 0 setzen und so die Standardkonfiguration vom Browser aushebeln. Und das würde man so machen, dass wir sagen, okay, Stern, also alle folgende Attribute gelten, Margin und Padding jeweils auf 0 setzen. Margin, der Abstand vom Border, also von einem umgebenden Rahmen zum nächsten nach außen, beziehungsweise Padding vom eigentlichen Textelement zum Rahmen. Es gibt aber natürlich noch mehr. Es gibt auch so Pseudoklassenselektoren. Das sind immer Elemente mit einem für einen bestimmten Zustand. Und die Pseudoklassenselektoren, die beginnen mit Doppelpunkt. Dann wieder ganz klassisch Eigenschaft Wert. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Doppelpunkt Hover. Doppelpunkt Hover ist ein Pseudoklassenselektor, der ausgelöst wird, wenn sich das Maus über ein Element bewegt. Ja, es gibt nicht nur Doppelpunkt Hover, es gibt auch andere Doppelpunkt irgendwas Selektoren, das sind die Pseudoklassen. Also keine Klasse, sondern ein Zustand wird hier beschrieben. Ja, also A Doppelpunkt Hover würde bedeuten, immer einen Link, wenn ich, nehme alle Links, möchte ich formatiert haben, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Das wird ein A Doppelpunkt Hover. Dann hat man die auch noch kombiniert. Ja, das war der Pseudoklassenselektor. Es gibt auch einen Pseudoelementselektor. Und der hat jetzt Doppelpunkt Doppelpunkt. Zum Beispiel P Doppelpunkt Doppelpunkt First Letter heißt im Endeffekt, nimm den ersten Buchstaben des Absatzes her. Ja, das heißt, wenn ich hier das Willkommen habe, und ich habe diesen Pseudo-Element-Selektor, P Doppelpunkt Doppelpunkt First Letter, das heißt, nimm von jedem P-Tag den ersten Buchstaben, den möchte ich formatieren und nur den ersten Buchstaben. Also, All-Selektor für alle Elemente, Pseudoklassen und für Zustände und Pseudo-Element-Selektoren für bestimmte Elemente, die es so nicht wirklich gibt. Ja, wie erster Buchstabe, zweite Zeile, irgend sowas in der Art. Attributselektoren gibt es auch noch und hier gibt es wieder sehr, sehr viele. Also, ich hätte bitte nur alle Elemente, die folgendes Attribut besitzen. Zum Beispiel, ich hätte bitte gern alle Elemente, die ein href-Attribut besitzen und die hätte ich gern rot formatiert. Dann heißt das, ich hätte gerne zum Beispiel diesen a-Tag oder das Wort link entsprechend formatiert, weil es ist ein a-Tag, dass das Attribut href hat. Href hat, ja. Ja, also alle Elemente, die folgendes Attribut haben, in eckigen Klammern und dann den Attributnamen. Nun gut, wenn wir schon einen Attributnamen haben, dann möchten wir vielleicht auch noch sagen, alle mit einem bestimmten Wert. Gut, eckige Klammer, immer eckige Klammer ist ein Attribut und jetzt ist gleich und dann der Wert, zum Beispiel target ist gleich blank. Ja, geht auch wieder auf den a-Tag, den müssen wir uns, glaube ich, mal ganz detailliert ansehen. In diesem Fall heißt das, alle Links oder auch nicht Links, aber Hauptsache, sie haben ein Target-Attribut und das ist blank. Das ist klassischerweise bei Links, die auf externen Seiten gehen, also in einem eigenen Tab geöffnet werden, die haben das Target ist gleich blank-Attribut. Ja, und wenn ich die entsprechend formatieren möchte, kennzeichnen möchte, dann kann ich das so machen. Ich kann aber nicht nur sagen, alle, die einen bestimmten Wert haben, sondern die müssen folgendes Wort enthalten. Und das ist dann Tilde ist gleich. Ich muss gestehen,
Anwendungsfall ist gerade etwas schwierig. Ja, ich kann sagen, okay, gib mir alle, die im Alltag das Wort Blumen haben. Achtung, irgendwie so das Wort. Ja. Es gibt aber auch beginnt mit Wort. Ja, das ist die Pipe ist gleich Wert. Also eckige Klammer Attribut, Pipe ist gleich Wert. Dann heißt das in diesem Fall ja, Image Tag, also ein Bild mit irgendeiner Source und der Alternativtext Blumen auf irgendwas. Es beginnt mit Blumen, also hätte ich diesen in dem Fall selektiert. Ja, was meistens spannend ist, ein Attributwert startet mit. Ja, da kann ich zum Beispiel sagen, okay, gib mir alle, die eine HTTPS-Verbindung haben, also eine sichere Verbindung, oder alle Links, die mit Mail-to sind, und da möchte ich zum Beispiel irgendwie so eine E-Mail-Formatierung dabei haben oder wie auch immer. Oder Tel-Doppelpunkt, ja, alle Links, die eine Telefonnummer sind. Ja, also Dach ist gleich, heißt beginnt mit, und natürlich gibt es auch ein Endet mit, und das wäre dann das Dollar. Wo könnte ich das brauchen, wenn ich zum Beispiel alle PDF-Dateien selektieren möchte? Ja, oder alle Excel, whatever. Ja. Also gerade bei Links, die einen bestimmten Dateityp haben, dann ist das eine gute Idee. Ja, und dann gibt es noch enthält, also diese Eigenschaften finde ich signifikant spannender als die Wort- und beginnt mit Worteigenschaften oder Selektoren, weil ein enthält ist natürlich viel gebräuchlicher. Ja. Also alle, die ein www beinhalten oder sowas in der Art. Ja, und die Pseudoselektoren, die wir schon hatten, speziell für Links zum Beispiel, gibt es Doppelpunkt Active, ja, A Doppelpunkt Active oder Hover mit A Doppelpunkt Hover, wenn sich die Maus drüber bewegt, oder noch nicht besuchte Links oder eben besuchte Links, wo der User bereits einmal draufgeklickt hat. Und es gibt noch viele, viele spannende weitere Selektoren und Pseudoselektoren. Doppelpunkt checked, speziell für Inputfelder, für Checkboxen. Ja, es gibt auch den Zustand, diesen Zwischenzustand, den kann man auch als Pseudoselektor hier definieren für Input-Elemente. Ja, das Default-Element möchte ich selektieren, ob es enabled ist, ob es disabled ist, ob ein bestimmter Wert drinnen ist. Das ist gerade bei Eingabevalidierungen ganz spannend, dass ich sage, ich umrande alle Inputfelder, die einen Wert haben, der nicht zwischen Min und Max ist. Die möchte ich gern rot umrandet haben, damit der Benutzer sieht, dass hier ein Blödsinn eingegeben hat, sowas in der Art. Dann ist das In-Range und Out-of-Range ganz spannend. Also vor allem das Out-of-Range dann. Ja, da werden einfach die Min- und Max-Attribute des Elements validiert. Ja, dann Valid und Invalid gibt es natürlich auch. Also ist der valid oder invalid. Also In-Range, Out-of-Range etc. sind die entsprechend gültig. Es gibt auch Elemente, die optional sind bzw. required. Diese Elemente hier sind alle für Formulare. Also immer dann, wenn ihr etwas zum Ausfüllen habt und dann sagen wollt, okay, ich möchte irgendwelche Fehler anzeigen. Ja, oder anzeigen, was ist optional und was ist ein Must-Have. Ja, was muss er ausfüllen? Also für all diese Sachen gibt es dann was. Auch das aktuelle Element mit dem Fokus gibt es was. Und noch viele, 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 viele weitere. Also einfach mal nachsehen. Gibt bestimmt auch irgendwo entsprechende Listen und Cheat-Sheets, wo man das mal gucken kann. Für euch wichtig, es gibt für fast alles einen entsprechenden Selektor, den man verwenden kann. Ja, für Zustände, für Pseudo-Elemente und so weiter und so weiter und so weiter. Viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.